So, jetzt soll es um die Analog-nach-Digital-Umsetzung gehen oder Analog-nach-Digital-Wandlung, im Englischen Analog-to-Digital-Conversion. Da gibt es ein paar Verfahren, die sollte man als EGSler drauf haben. Sehr beliebt an der Prüfung einen Vergleich zu machen zwischen diesen Verfahren oder zwischen nicht allen vielleicht, aber mal drei oder vier. Kommt noch gleich eins dazu, was auch immer oft gefragt wird oder was sehr beliebt ist, das schreibe ich dann da unten hin. Ja, schauen wir mal. Die Menschheit oder die Ingenieure haben sich verschiedene Ideen überlegt, wie man von einer analogen Spannung auf einen digitalen Zahlenwert kommt. Und das Schnellste, was wir eigentlich kennen, ist das sogenannte Flash-Verfahren. Und naja, wer das Wort kennt, ne, im Englischen, das heißt Blitz. Und naja, was für eine Eigenschaft hat ein Blitz? Der ist sehr, sehr schnell. Also die Arbeitsweise ist prinzipiell so: Wir gucken uns das Verfahren noch an und ich gebe mal einen Überblick, dass so quasi mit einem Takt sofort einen quasi gewandelten Abtastwert haben oder eine gewandelte Zahl. Sehr schnell, der Nachteil natürlich, ne, wenn irgendwas gut und schnell ist, es ist sehr teuer, hat eine hohe Leistungsaufnahme und braucht viele Bauteile. Also ich sag mal, wir brauchen quasi bei diesem Verfahren, wenn wir 8-Bit-Wandler hätten, nur schon mal vorneweg, 2 hoch 8. Das ist ja schon noch nicht so eine hohe Auflösung, bräuchte man 256, könnt OPs schreiben, eigentlich Komparatoren, ne? Und das ist der Nachteil hier auch noch. Also wir brauchen sehr, sehr viele Bauteile, um das zu bewerkstelligen. Wo ist drin, wenn es sehr, sehr schnell ist, in Digitaloszilloskopen, wenn wir überlegen, wenn wir gegen Gigasample Milliarden Abtastwerte pro Sekunde gehen, ne, da können wir nicht lang rummachen, intern mit vielen Takten, da müssen die Abtastwerte sofort vorliegen und das wäre im Endeffekt das Verfahren, wie es angewendet wird in Oszilloskopen. Ich möchte hinten nochmal eine weitere Spalte aufmachen und nenne die mal Auflösung. Auflösung. Und da würde ich gerne die Auflösung in Bit hinschreiben. Ne? Meine, der Vorteil dieses ADC-Verfahren Flash oder Parallel ist natürlich, dass es ultra schnell ist. Und aber wenn wir schon mal den Bauteilaufwand sehen, da kriegen wir Auflösung hin. Vielleicht heutzutage so zwischen 8 bis 12 Bit. Das sind immer nur so in etwa Werte, die ich sage. Ich meine, die Technik schreitet voran und ja, das kann in ein paar Jahren können das 14, 15, 16 Bit sein. Aber so um die 12 Bit. Also niedrige Auflösung könnte man sagen. Und die meisten Ostis, auch günstigen, die man kaufen kann, auch wo wir in der Schule haben, die haben nur 8-Bit-Auflösung. Ne? Wenn man an das denkt, wo vorne im Labortisch eingebaut ist, 8-Bit, mehr ist das nicht. Das heißt aber, wir haben für den ganzen Bildschirm, sage ich einfach mal den Ostsee-Bildschirm haben, ne? Und irgendwo hier in der Mitte wäre dann das Bild, ne? Dann wird quasi das hier in 256 Stufen aufgeteilt bei 8-Bit. Das reicht, ne? Wenn man mal genau hinguckt, genauer ist es eigentlich auch nicht, ne? Ja, okay, das wäre hier quasi zum Flashwandler. Dann haben wir ein sehr beliebtes Verfahren, weil es quasi das universelle Verfahren ist. Das ist auch in unserem Arduino eingebaut. Ich möchte fast Arduino hinschreiben, ne? Schreiben wir vielleicht 328p hin, Atmel, aus dem unser Arduino aufgebaut. Das super. Die sukzessive Approximation, successive approximation im Englischen, die erfolgreiche schrittweise Annäherung, ne, steht hier. Das ist sehr schnell, einigermaßen schnell, manchmal sagt man auch mittelschnell, aber es ist doch einigermaßen schnell, wenn man sehen, es ist genau, hat einen riesen Vorteil, den ich euch nachher noch zeige. Technisch aufwendig, würde ich mal sagen, der Aufwand, wenn man mal guckt, was man bei einem Flashwandler machen muss. Mittel, ja, okay, technisch aufwendig, man braucht eine aufwendige Steuerlogik, kriegt man aber alles integriert und ja, das ist das Standardverfahren bei AD-Wandlern von Mikrocontrollern zum Beispiel, kriegt man auch Standalone zum Kaufen. Auflösung, boah, ich sage jetzt einfach mal auch ab 8 bis vielleicht 14, 15, 16 Bit, ne, realisiert man das. Also würde ich mal sagen, Mittel. Also das wäre niedrig, mittel. Dann haben wir noch ein Verfahren Single und Dual Slope. Im Endeffekt wird da eine Zeitmessung gemacht, ne? Und dann wieder eine Zahl umgewandelt. Das wird im Endeffekt ein Kondensator geladen, definiert entladen. Man guckt, wie lange das dauert. War er von der Messspannung hoch aufgeladen, dauert es länger. Da erzeugt man sich dann auch wieder über diese Entladezeit Pulse und Takte und zählt die. Ne? Günstig. Gute Linearität, langsam, ganz wichtig. Hohe Auflösung, keine Ahnung, 20 Bit und mehr. Und deswegen sehr oft in Multimetern eingesetzt. Und mit langsam meine ich jetzt wirklich, guck mal, wie schnell ein Multimeter abtastet. Keine Ahnung, 3
viermal pro Sekunde. Vielleicht, wenn man nicht so viel Auflösung hat, schafft man vielleicht 10, 20, 30 Mal pro Sekunde. Also nichts für Audio, wirklich für Messzwecke. Sehr, sehr langsam. Dann gibt es den Delta-Sigma-Wandler. Das ist ein sogenannter 1-Bit-Wandler, sagt man manchmal auch dazu, obwohl der natürlich hinten raus Audio bis 24 Bit bringt. Aber im Endeffekt, wie das Verfahren arbeitet, ist, ne, wir haben einen Komparator und es wird so schnell quasi gearbeitet, dass immer mal ein Bit draufgegeben wird, verglichen, also die Spannung eines Bits, das Delta deutet daraufhin hoch und runter zählen, also immer zum vorherigen Wert. Das ist wirklich eine komplizierte Geschichte, weil es ja langsam in Anführungszeichen, ich würde sagen Mittel, weil Audio, das weiß ich, da haben wir mit gearbeitet schon vor 15, 20 Jahren. Ich sage mal 24 Bit und dann Audioabtastrate 192 kHz oder so war kein Thema, aber eben halt Kilohertz und nicht, sagen wir mal, wie hier oben Gigasamples oder solche Geschichten, also auch langsam. Und dann haben wir noch ein Verfahren, das möchte ich mal vielleicht hier unten noch hinschreiben, das ist das sogenannte Zählverfahren, ne? Zählverfahren, auch sehr beliebt für Schüler, weil einfach zu verstehen. Oder auch Stufenumsetzer, schreibe es vielleicht mal drunter, Stufenumsetzer, Setzer, das zeige ich euch gleich als erstes jetzt, ja, ist auch preisgünstig, können wir sagen, natürlich, es ist extrem langsam auch, ne, werden wir gleich sehen, wir brauchen wenig, in Anführungszeichen wenig Bauteile, wenn wir gleich sehen werden, wenig Bauteile, das kann man sogar selber realisieren, mit Logic oder mit Arduino, wenig Bauteile. Teile, also selbst mit dem Arduino meine ich mit dem Programm zum Beispiel ein bisschen externe Hardware. Auflösung, naja, wenn ich Zeit habe, kann ich natürlich hohe Auflösung erreichen, wenn ich möchte. Also ich sage jetzt einfach mal, vielleicht auch bis 16, 18 Bit, ne? Keine Ahnung, 8 bis 16 Bit wäre dann vielleicht sogar eher Mittel, wenn wir da oben gucken, dass wir 20 und 24 haben. Einen ganz gewaltigen Nachteil haben wir auch schon und warum man dieses einfache Verfahren, was man als Schüler so gut versteht, eigentlich so selten einsetzt, ist, wir haben unterschiedliche Samplezeiten, also ich nenne das mal unterschiedliche Abtastzeiten für das analoge Signal. Und das kann ich eigentlich sehr oft nicht so gut brauchen. Ne? Also wenn ihr an Musik oder irgendwie denkt, dann müssen, wird mir das Signal verändert, die Takte eigentlich oder sagen wir mal die Samples immer in der gleichen Zeit kommen. Und wenn man den Nachteil, ich zeige euch das jetzt gleich, quasi in den unterschiedlichen Zeiten so machen möchte, dass wir die gleiche Zeiten hätte, wird er extrem langsam. Das sehen wir nachher. Ne? Tja, das wären so die wichtigsten Verfahren, die man kennen sollte. Und diese Tabelle bitte ein bisschen einprägen und wenn man alte Prüfungsaufgaben anguckt, findet man diese Tabellen auch immer irgendwie. Immer manchmal auf, manchmal muss man Beispielwerte nennen, manchmal heißt es nur mittel, niedrig, hoch, ne? Also sage ich mal vom Schnelligkeit oder Bauteilaufwand, also in allen Variationen kann das drankommen. Gut, jetzt schauen wir uns mal das erste Verfahren an, den sogenannten, ja, fangen wir mal mit dem hier an, weil das so einfach zu verstehen ist, Zählverfahren oder Stufenumsetzer. So, starten wir mal mit dem einfachsten oder am einfachsten zu verstehenden Verfahren, dem sogenannten Zählverfahren. Sehen wir hier schematisch dargestellt, wie funktioniert es? Naja, wenn es ein Zählverfahren ist, habe ich irgendwo einen Zähler, der lässt sich natürlich zurücksetzen, ne? Der bekommt einen Takt und jetzt gucken wir mal, wir sehen hier sowas wie ein Odergatter, dieses Odergatter, naja, das hat hier eine spezielle Funktion, das nennt man auch ein Gate, das sieht man sehr oft, ne? Die Impulse kommen hier an und eigentlich, ne, kommen diese Impulse nur durch, wenn wir hier eine 1 haben. Warum? Naja, ein Gate oder UND-Gatter braucht an einem Eingang, wenn man die Wahrheitstabelle sich überlegt, immer eine 1, ne? Nur wenn beide 1 sind, kommt hinten eine 1 raus. Sobald an einem UND-Gatter nur ein Eingang eine 0 ist, kommt nie etwas hinaus hinten oder heraus. Und das heißt, wenn wir hier eine 1 haben und ich mache hier 1, 0, 1, 0, 1, 0 als Takt, dann wird der Takt hinten rauskommen, ne, auf den Zähler. Jetzt gibt der Zähler, der hat natürlich die entsprechende Bitbreite, wie ich auch wandeln möchte, sein Signal auf einen DA-Umsetzer. Das Blocksymbol kennen wir schon, haben wir schon mal gesehen, ne, ein DA-Umsetzer.
Deswegen haben wir den auch zuerst gemacht, weil in vielen Verfahren wird der eben benötigt. Naja, und was macht der? Der wird jetzt eben, wenn wir mal hier unten schauen, eine, hier ist der, quasi der Ausgang des DA-Wandlers. Und wenn das Ding hochzählt, der Zähler, naja, mit jeder Stufe hochzählen habe ich immer quasi einmal LSB mehr, ne? Der zählt, sagen wir mal, von 0 bis 15 und dann hätte ich, wenn er 1 Volt Stufen hätte, 0 Volt, 1 Volt, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das kommt hier quasi hinten aus dem DA-Umsetzer heraus. Das geht auf den Vergleicher, OP oder einfach ein Komparator. Hier ist meine Messspannung. Ja, hätte die 5 Volt und wäre quasi die Vergleichsspannung größer wie 5 Volt, ne? Steht hier Stop. Man könnte eventuell auch eine Invertierung hinmachen, ne? Also quasi dann wird ein Nullsignal ausgegeben. Ja, und damit habe ich den Wert gewandelt. Ich zähle mich quasi hin und gebe den Zählerausgang auf den oder Eingang eines DA-Umsetzers und diese analoge Spannung, die aus dem DA-Umsetzer rauskommt, wird verglichen mit der unbekannten zu messenden Spannung. Wenn es erreicht wurde oder eben größer ist, ne, ein Tick größer, also einmal wahrscheinlich LSB größer, weil hier ein größer steht, kein größer gleich, gibt es hier eine Null, stoppt, kein Takt kommt mehr und ich habe hier, der Zähler steht an der Stelle, an der das eben geschehen ist, der Vergleich erfolgreich war oder die Vergleichsspannung höher war wie die zu messende und dann habe ich hier mein Bitmuster. Keine Ahnung, wenn es 1-Volt-Stufen waren, das nehme ich jetzt mal gerne als Beispiel, ne, kann ich hier dann die Bits abgreifen, keine Ahnung, dann hätte ich, wenn ich den Wert 5 hätte, 1, 0, 1, ne, 4 und 1 ist 5 und wie auch immer. Also hier zählt es binär hoch. Das Verfahren hat einen riesen Nachteil. Schaut mal, wenn die zu wandelnde Spannung, die wäre jetzt hier niedriger als in diesem Punkt, ne, das kann ja eine beliebige sich ändernde Spannung sein, dauert es hier kürzer. Also ich sage mal die T-Sample, die Zeit, die es zum Wandeln braucht, um ein Sample zu erzeugen, ist hier viel kürzer als hier, ne, T-Sample. Und das bedeutet, ich habe unterschiedlich, je nachdem, und das kann ich nicht vorhersagen, je nachdem, wie groß meine Analogspannung ist, verschiedene Samplezeiten. Das könnte ich quasi nur umgehen, sagen wir mal, wenn das der höchste Wert wäre, ne, und man bräuchte dann immer die Zeit, sagen wir mal, bis hierher. Man würde immer so lange warten, ne, egal ob es jetzt lange oder kurz dauert, wenn man das so als T-Sample Max angeben würde. Max hier vielleicht auch nochmal T-Sample, F, T-Sample Max. Ja, dann müsste ich immer viel länger warten, wie ich eigentlich bräuchte. Und das macht das Ganze langsam. Also überlegt mal, bei 8-Bit muss ich 256 Stufen hochzählen oder der Zähler muss quasi alle 8-Bit durchlaufen, im dümmsten Fall, wenn das Signal sehr hoch ist. Und das ist natürlich extrem langsam. Überlegt mal, wenn ihr da, sagen wir mal, mit einem Gigahertz samplen wolltet bei einem Oszilloskop und ich müsste intern schon erstmal bis 256 zählen. Ja, da bräuchte ich den Takt von 256 Gigahertz, so eine Steuerlogik bräuchte man auch noch. Also das ist nicht zu handhaben, zu handeln, nur für sehr langsam sich ändernde Signale und damit für geringe Abtastraten. Also Nachteil, kannst du mal vielleicht hier unten hinschreiben, Nachteil, ne, wäre quasi langsam und eben unterschiedliche Wandelzeiten. Aber dann, wie gesagt, das, wenn man den unterschiedlichen langen Wandelzeiten die begegnen möchte, indem man sagt, ich sage immer, ich gebe immer einen T-Max an, egal ob der so weit zählt, ich hau das Sample immer erst, sagen wir, nach einer Sekunde oder 100 Millisekunden raus oder einer Millisekunde, dann halte ich zwar wieder gleich lange Zeiten zwischen den Samples, bräuchte aber eigentlich nur weniger und das kostet Zeit, das macht es halt langsam. Ne? Also ein sehr langsamer Wandler. So, anbei mal eine kleine Übungsaufgabe zum Zählverfahren oder dem Stufenumsetzer. Jetzt hier mal nicht mehr ganz so blockschaltbildmäßig wie gerade eben gesehen. Normalerweise habe ich dieses Blatt immer im Unterricht entwickelt. Ich gebe es euch jetzt mit Lösungen. Nichtsdestotrotz kann man die Schaltung mal anschauen und versuchen zu verstehen. Wir finden alles wieder, was wir brauchen. Wir haben einen Startbutton, wir haben den Taktgenerator, das Gate. Ne, ich schreibe es nochmal hin, ganz wichtige Eigenschaft, das Gate. Wenn wir hier eine 1 haben, kommen die Takte durch. Ne?
quasi, wir haben hinten den Zähler, ein 4-Bit-Zähler, ne, das ist der Counter-Zähler. Und wir sehen hier unseren DA-Wandler, den wir brauchen. Der erzeugt uns aus den hochzählenden Werten die Vergleichsspannung, die quasi mit der Messspannung verglichen wird. Ja, und es wird wahrscheinlich so beschalten sein. Versucht das mal zu verstehen, dass wenn quasi die Vergleichsspannung ist am Plus-Eingang des Komparators, ne, ein Operationsverstärker ohne Rückkopplung, ist der Plus-Eingang nur ein bisschen größer wie der Minus-Eingang. Gibt es ein 1-Signal und mal schauen, ob er versteht, warum dann plötzlich diese Geschichte hier aufhört mit Zählen. Es wird aufhören, es wird hier eine 0 kommen und hier hinten wird der gewandelte Wert stehen. In Bit, ne, 0101 01 in dem Fall, ne, einfach mal hingezeichnet. Das würde dann der Messspannung entsprechen, die wir hier angelegt haben. Und mit dem Schalter hier, Start oder Reset, kann ich wieder anfangen. Also geht die Schaltung mal durch, versucht es mal zu verstehen und guckt euch vor allen Dingen mal unten, das hole ich jetzt nicht hoch, da sieht man sehr schön die Treppenstufe, ab wann der Vergleich kommt und ja, also der Vergleich quasi, wann die Vergleichsspannung größer ist wie die Messspannung, wie das dann anhält und wie der gewandelte Wert bereitsteht. Die Impulsdiagramme bitte mal angucken. Das ist auch mal beliebt, sowas an Prüfungen zu zeichnen, zu verstehen, Impulsdiagramme. Also diese Aufgabe befindet sich auch in den Arbeitsblättern. Bitte mal angucken und versuchen zu verstehen. Einfachste Verfahren, Zählverfahren. So, jetzt schauen wir uns mal das ominöse Verfahren der sukzessiven Approximation an. Im Deutschen auch erfolgreiche schrittweise Annäherung. Ne? Und was wir brauchen, ist wieder ein DA-Wandler, also von digital nach analog, geht wieder auf einen Komparator. Wir sehen, wir müssen immer irgendwie Spannungen vergleichen. Und ja, an den Komparator, wie gesagt, die DA-Spannung des internen DA-Wandlers und unsere Eingangsspannung, unsere Messspannung. Was wird jetzt gemacht? Es wird nicht mehr einzeln hochgezählt. Ich habe hier jetzt einfach mal Bits D0 bis D3, sondern es wird jetzt vom höherwertigen Bit an immer getestet, ob das Bit schon größer ist wie die Vergleichsspannung, beziehungsweise die zu messende Spannung, so muss man sagen. Ne? Also das Schrittsteuerwerk oder SAR-Register, wie es manchmal heißt, Successive Approximation Register, setzt zum Beispiel das höherwertige Bit, ne, höchstwertige, so fängt es an, ne, guckt, bin ich schon größer, ne, geht ja, also ich meine, dieses Bitmuster wird dann auch, das soll hier ein Bus darstellen, an den DA gesendet und mit der Messspannung verglichen. Da kommt jetzt eine 1 oder eine 0 raus, ne, bin ich größer oder kleiner. Wenn ich größer bin, wird das Bit wieder gelöscht und es wird das nächste Bit ausprobiert. Ne. Dann bleibt dieses hier 0. Tja, dann wird das nächste Bit ausprobiert, also wird dieses Bitmuster an den DA gegeben, es wird verglichen und wieder gefragt, bin ich größer als meine zu messende Spannung? Wenn ja, wird das Bit gelöscht. Also was sagen wir mal nein, dann würde es quasi einen Anteil bringen, wir haben aber noch weitere zu testen und dann werden die weiteren getestet. Ne? Also bei nein, wenn ich nicht größer, wird das Bit behalten, nicht weggeschmissen. Und dann wird quasi das nächste getestet. Vorteil bei diesem Verfahren ist, ne, ich teste einmal alle Bit durch und brauche eigentlich bei jedem Schritt oder für jedes Sample immer nur so lange, in Anführungszeichen, wie ich eine Anzahl Bits habe. Ich habe immer gleiche Wandelzeiten. Wenn ich einen 8-Bit-Wandler habe, muss ich 8-mal testen und nicht irgendwie bis 256 zählen. Und da man sich das jetzt so schwer vorstellen kann, gucken wir uns dazu mal ein Diagramm oder eine Grafik an. Ja, hier haben wir jetzt dieses Diagramm. Das soll sogar jetzt zu dieser Schaltung, die wir gerade gesehen haben, passen, damit sie größer ist. Oder damit, ich habe die Schaltung jetzt nicht nochmal mit ins Bild gebracht, können wir auch so erklären. Zu Beginn wird alles gelöscht. Ne? Wir sehen hier unsere Bits, die quasi an den DA gegeben werden und dann verglichen. UK wäre die Komparatorspannung. Ne? Und wäre die quasi ja, eine Null, eine logische Null, dann wäre das getestete Bit größer als die zu messende Spannung. Also zu Beginn haben wir noch irgendein Bitmuster da. Im ersten Takt löschen wir das mal. Jetzt wird das erste Bit
gesetzt, das sehen wir hier, also die, mit erst muss ich aufpassen, das Höchstwertige muss ich sagen, ne? Wir testen von MSB nach LSB, von Least Significant Bit an, naja, vom Most Significant Bit an abwärts, so muss man sagen, bis zum Least Significant runter. Also, das erste Bit, das Most Significant Bit, wird gesetzt und dann wird verglichen. Hier haben wir unsere Komparatorspannung. Ne? Das ist die zumessende Spannung, die 5,75. Wir haben jetzt hier einen Wandler, der hätte eine UREF von DA, eine UREF von 8 Volt und das Most Significant Bit, das wir ja quasi hier testen, ich kann das vielleicht hier mal klein hinschreiben, das ist MSB, liegt noch mit seinen 4 Volt UREF halbe unter der quasi zu wandelnden Spannung, möchte man sagen. Und jetzt sieht man schon, naja gut, dann brauche ich es, weil mehr kommt nicht. Ne? Alle anderen Bit, die kommen, bringen insgesamt gerade nur noch so viel oder einmal LSB weniger. Also ich brauche das Bit. Ne? Und deswegen behalte ich es. Also diese 1 wird jetzt über die ganzen weiteren Tests einfach mal gehalten. Das ist diese 1 hier hinten. So, jetzt testet man D2. Das nächst niederwertige Bit, möchte ich mal sagen, setzt das hier auf 1 und schaut mal. So, ich habe am DA ja schon, dadurch, dass ich hier oben diese 1 noch gesetzt habe, die bleibt mir erhalten, eine Spannung von 4 Volt und das nächste Bit würde 2 Volt wert sein. Ne? 4, 2, 1, 0,5 geht es runter. Das ist zu viel, also dieses Bit ist zu viel. Vielleicht schreibe ich nochmal die Stufen hin, was diese Bits wert sind in Volt. 4 Volt, 2 Volt, 1 Volt und D0 wäre jetzt in unserem Fall bei diesem Wandler, das haben die sich so überlegt, ne, ein halbes Volt wert. Zieht man es nochmal. Ne? Wenn ich jetzt 4 und 2 mache, bin ich schon bei 6 Volt. Das ist aber zu viel. Es kommen ja nochmal ein paar Bits, die mir die Spannung eigentlich immer nur noch weiter anheben. Deswegen muss ich das wieder löschen. Also die Steuerlogik wird das erkennen. Wir sehen auch, dass der Komparator auf 0 gegangen ist. Ne? Also er hat erkannt, in dem Fall, low aktiv, dass die Vergleichsspannung zu groß ist. Ne? Und damit wird das Bit hier wieder gelöscht. Es wird zurückgenommen, nie mehr angetastet im ganzen Testprozess und wird quasi beibehalten. So. Wir sind wieder runter, eigentlich auf die Spannung des MSBs, das einzigste, wo wir bisher behalten haben. Und jetzt werden die weiteren getestet. Jetzt wird D1 dazu geschalten, das ist 1 Volt wert, kommt auf die 4 Volt des MSBs noch oben drauf. Und wir sehen, ja, jetzt sind wir erst bei 5 Volt, super, wir sind noch drunter. Diese 1 benötigen wir und sie wird gehalten. Im nächsten Schritt wird das letzte Bit gesetzt, das niederwertigste LSB, 0,5 Volt. Schauen wir mal, was das für einen Anteil bringt. Naja, jetzt sind wir bei 5,5 Volt. Wir sind immer noch nicht über den zu messenden 5,75. Ich schreibe das vielleicht hier mal hin. 5,75 ist diese Linie. Und hier, das hier, diese Spannung entspricht jetzt 5,5 Volt. Also, wir sind noch drunter und damit wird das Bit gesetzt gelassen und trägt nachher zum gewandelten Wert bei. Genauer können wir jetzt hier nicht auflösen. Wir sind am Ende. Ne? Also wir können nie auf die 5,75 testen. Also das Beste, was wir rausbekommen, wir haben kein Bit mehr, wo 0,25 wert ist oder nochmal die Hälfte oder nochmal die Hälfte. Diese Ungenauigkeit steckt jetzt hier natürlich drin. Aber ihr habt gesehen, wie es gemacht wird. Es werden nach und nach die Bits getestet. Und wenn ihr es gesehen habt, wir hätten jetzt hier zum Beispiel ein 4-Bit, dann brauchen wir 4 Takte, dann wäre getestet. Bei einem 8-Bit-Wandler 8 Takte, bei einem 12-Bit-Wandler 12 Takte oder 12 Testungen. Und zwar immer gleich viel, egal was es für eine Spannung ist. Sagen wir mal, die wäre sehr klein gewesen. Ne? Unsere Vergleichsspannung irgendwie bei 0,7 Volt oder so. Naja, gut, dann hätten wir halt hier alle Bits müssen setzen, wieder wegschmeißen, weil sie zu groß sind. Aber ich hätte mich dann dem Wert letztendlich auch angenähert. Ne? Und wahrscheinlich hätte ich dann bei 0,7 nur das LSB gebraucht. Ne? Weil 0,5 und mit dem nächsthöheren wäre ich ja schon drüber. Dieses Verfahren wird auch im Arduino eingesetzt, bei diesem 10-Bit-Wandler. Sogenannte DA-Umsetzung nach sukzessiver Approximation. Ich habe euch eine Übungsaufgabe hier dazu, dass man das mal ein bisschen üben kann mit einem
10-Bit-Wandler war es, glaube ich, muss ich nachschauen. Und prägt euch das gut ein, wird immer sehr gerne an der Prüfung gefragt, ob man sich darunter was forschen kann. Musst du immer auch schon zeichnen. Ne? Also das gängigste Verfahren, zumindest in Mikrocontrollern, und ein sehr universelles Verfahren. Ja, das soll es gewesen sein. Gucken wir uns den Flashwandler an. So, jetzt habe ich doch noch nicht der Flashwandler, ich habe doch noch ein schönes Bildchen gefunden, wie man sich die oder wie man die sukzessive Approximation könnte selbst umsetzen, ne, wenn man jetzt nicht auf dem Baustein festgelegt sein wollte, oder einen Mikrocontroller hätte, der keine AD-Wandlung hat. Ne, man würde einen DA anschließen, R2R basierend, zum Beispiel den ZN426, könnte hier meine Bits drauf geben. Gehe über einen Puffer, hier kommt ja eine analoge Spannung raus, auf einen OP als Komparator, puffer meine Messspannung noch ab, damit ich sie nicht belaste, und vergleiche sie. Und das wäre jetzt genau das gleiche Prinzip. Ich bekomme hier raus, ne, ob quasi meine zu messende, zu vergleichende Spannung zu hoch ist, ja, oder zu niedrig. Und schauen wir mal, wenn sie zu hoch wäre, wäre der Minus, also meine Vergleichsspannung zu hoch wäre, wäre der Minuseingang quasi größer und da käme eine 0 raus und ansonsten hat er halt 5 Volt. So, und jetzt fährt man alle Bits ab. Jetzt hier haben wir 8-Bit-mäßig. Ne? Man testet das erste, ist es zu hoch, nimmt man es weg. Man testet das zweite, ist es zu hoch, nein, lässt man es da. Und so testet man alle 8-Bit durch und am Ende, wenn man durch ist, das weiß man ja, ne? Man selber, hier hinter steckt ja ein Programm, hier hinten, ne? Hier wäre ein Mikro-C oder die Steuerlogik. Und wenn ich einmal durch bin, weiß ich, der gewandelte Wert, der hier anlegt, der entspricht im Endeffekt meinem gewandelten Wert oder meiner gewandelten Eingangsspannung hier unten. Und nochmal, hier drin, wenn das ein Mikrocontroller wäre, der zum Beispiel keinen eingebauten AD-Wandler hätte, ne, dann müsste man sich eine Software überlegen, die genau das macht. Anlegen, testen, wegschmeißen oder behalten. Nur mal zum Zeigen, also könnte man auch mit einem externen DA-Wandler, einem R2R-Netzwerk und ein paar OPs selber bauen, diese sukzessive Approximation. So, jetzt gucken wir uns mal das sogenannte Flash-Verfahren an oder der Parallelumsetzer, wie man auch sagt. Übrigens, ich habe bei der sukzessiven Approximation vergessen, ich glaube, ich habe die ganze Zeit nicht erwähnt, da muss ich jetzt ganz kurz worttechnisch mal zurückspringen, das nennt man auch das Wägeverfahren. Man wiegt quasi die einzelnen Bits, also nur, falls dieses ominöse deutsche Wort auftaucht, Wägeverfahren, ansonsten kennt man es unter sukzessiver Approximation. Jetzt hier aber der sogenannte, ich schreibe es hier mal nochmal hin, der Flashwandler. Blitzwandler, der blitzartige Wandler, ne? Der quasi in einem Takt schlagartig sofort uns ein Endergebnis liefert. Das ist sehr aufwendig. Hier mal nur dargestellt, unglaublicherweise für 3 Bits, 2 hoch 3 gibt 8, also 0 bis 7, gucken wir mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja, für 8 Bit, nicht 8 Bit, sondern für 3 Bit, das sind 8 Stufen, also nur 3 Bit, also sagen wir mal 1, 0, 1 oder 0, 1, 1, also wir können mit diesem Riesenaufwand nur 3 Bit wandeln. Wir sehen schon, was wir haben, wir brauchen so viel Vergleicher und Komparatoren, wie wir quasi nachher Möglichkeit haben, wie viel Zahlen diese Bits, die wir wandeln möchten, darstellen können. Also bei 2 hoch 8 zum Beispiel, bei einem einfachen 8-Bit-Wandler, würde man jetzt den FH205-Wandler, quasi den 8-Bit-Wandler als Flash-Wandler auslegen, bräuchte ich 256 Komparatoren. Das ist ein riesiger Aufwand. Der wird aber getrieben, wenn es sehr schnell gehen muss, in Spezial-ICs, wie zum Beispiel in Oszilloskopen. Hier mal schematisch dargestellt. Und warum ist das Ding jetzt so schnell? Na, wir sehen Folgendes. Wir sehen eine ganze Kette Spannungsteiler mit den gleichen Widerständen. Das heißt, hier unten am untersten Punkt werden wir die Spannung ULSB haben. Und dann wird es immer um einmal ULSB hochgehen. Ja. Und jetzt legt man die zu messende Spannung hier vorne direkt, verfolgen wir es mal, direkt gleichzeitig, das ist das Geheimnis, an die Eingänge aller Operationsverstärker oder Komparatoren. Und was wird passieren? Naja, schauen wir mal, es wird natürlich immer der Eingang, der größer ist. Also in dem Fall ist es so, dass quasi, wenn die zu vergleichende Spannung größer ist, dass eine
Null rauskommt, ist also irgendwie hier, wir sehen schon invertiert, ne? Aber nichtsdestotrotz, die Komparatoren werden kippen. Und ob die jetzt auf 0 oder 1 kippen, ist prinzipiell egal. Und dann müssen wir hier nur gucken. Ich brauche dann so etwas hier, LS, das ist jetzt ein Low Power Schottky, wirklich ein TTL-IC, ein sogenannter Dezimal, schreibst du mit Dez hin, nach Dual- oder Binärwandler. Das ist nur eine Gatterlogik, also das ist nur kombinatorische Logik, da ist kein Programm, nichts drin, wenn hier eine 0 anliegt oder eine 1 oder eine 2 oder eine 3 oder eine 4 oder eine 5 oder wenn wir hier sind, muss er hinten die entsprechende Zahl rausbringen. Ja, und das lege ich an und sofort nur die Durchlaufzeit der Gatter habe ich hier hinten an den Ausgängen mein Bitmuster, keine Ahnung, 0, 1, 0, nur 3 Bit. Und so ein Riesenaufwand. Und nochmal, das wäre 256 Stufen groß, wenn das quasi ein 8-Bit-Wandler wäre. Bei einem 10-Bit-Wandler 1024 Stufen. Und jetzt seht ihr schon, das Verfahren ist sehr, sehr schnell. Die Spannung liegt gleichzeitig an allen Komparatoren. Es wird sofort ein Ausgangssignal da sein. Ich habe sofort, das ist eine kombinatorische Logik, das heißt, die arbeitet ohne Takte. Wenn was anliegt, kommt hinten sofort der gewandelte Wert raus und das geht in Anführungszeichen, jeden Takt kann ich hier einen Wert erwarten, ne, wenn ich hier durchtakte oder die Spannung getaktet anlege, der Sample-Hold-Stufe und das ist ein sehr schnelles Verfahren. So findet es im Oszilloskop Anwendung. Übrigens, oben sind ein paar Fragen zu dieser Schaltung, deswegen habe ich sie jetzt nur relativ allgemein besprochen und eine eurer Aufgaben wird sein, versucht die mal zu beantworten, diese Aufgaben zu dem Flashwandler. Geht auch ein bisschen hier auch um die Elektronik, ein bisschen Werte ausrechnen und denke ich mal, ist eine gute Aufgabe, sich nochmal ein bisschen in so eine Schaltung reinzudenken. Ja, auch gerade auch auf die Prüfungsvorbereitung hin. Ne? Okay, der Flashwandler, deswegen geht das so schnell. Ja, zum Schluss, die letzte Folie oder das letzte Bild, was ich hier zeigen möchte, wäre jetzt hier mal das Blockschaltbild des Arduino-Wandlers. Ne? Es ist ein 10-Bit-Wandler, das habe ich schon gesagt. Der liefert so ungefähr alle 100 Mikrosekunden, so schnell kann der sein, einen Wert dieser Wandler. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz, wie der aufgebaut ist. Das ist sukzessive Approximation. Das steht in dem 500-seitigen Datenblatt, wo man auch das findet. Natürlich steht das drin. Das wäre dann das sogenannte SAR-Steuerregister, wo eben diese Bits anlegen, vergleichen, gucken, wegnehmen, ne, wo das alles macht. Ja, wie wir sehen, der Arduino, der hat hier quasi im Endeffekt nur einen Umsetzer und die werden gemultiplext. Ne? Also wenn man verschiedene ADC-Eingänge hat, werden die einfach durchgeschalten nacheinander und man benutzt quasi immer nur einen AD-Wandler für alle Eingänge. Wir haben eine Referenzspannungsquelle, RF. Wir haben den Komparator. Hier an den Komparator wird angelegt das zuwandelnde Signal. Genau. Dann haben wir hier die Logik, die wird erst das höherwertigste Bit von MSB, das hier ist immer ein Stick gezeichnet, ist ein Bus, ne? Ist zum Beispiel in dem Fall dann 10 Bit breit. Ne? Das ist hier ja ein R2R-DAC. Ne? Und da werden dann angelegt, erst höherwertigstes, nächst niederwertigstes und so weiter. Geguckt, bin ich drüber oder drunter. Bit wird behalten oder weggeschmissen. Der Komparator gibt darüber Auskunft, bin ich drüber oder drunter. Ne? RF geht hier auch hinein. Ja, und wenn die Umsetzung fertig ist, ne, dann bekommt man die Daten dann geliefert. Und ihr habt es ja so einfach. Ihr braucht ja nur quasi den Befehl ADC. Ich glaube, er heißt ADC-IN1 benutzen. Upsa, von N sein hier. Und vorne noch eine Variable dran, irgendwie was, eine Unsigned Integer Wert zum Beispiel. Und nach 100 Mikrosekunden steht der gewandelte Wert des ADCs in eurer Variablen. Ich habe dazu ein Video gemacht, wo ich das auch erkläre. Das seht ihr gleich im Anschluss, beziehungsweise könnt ihr euch anschauen und eine Aufgabe wäre, dass ihr da mal rumspielt. Ne? Also, wenn ihr dieses hier aufruft in C oder in der Arduino-IDE in einem Programm, lese mir den ADC in, läuft da drunter die sukzessive Approximation und ihr kriegt davon gar nichts mit. Okay.